diesem Video zeigen wir Ihnen, wo Sie Ihre Dokumente finden und mit welchen Einstellungen Sie Zeit sparen. Es stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung, Scribble so zu gestalten, dass es genau zu Ihrem Arbeitsalltag passt. Wir beginnen mit den Dokumenten und den Kategorien, in welchen diese angeordnet sind. Sie sehen sie direkt, nachdem Sie sich eingeloggt haben. Unter Alle befinden sich ausnahmslos alle Dokumente, egal ob von Ihnen hochgeladen oder durch andere eingeladen. Bei Hochgeladen finden Sie alle Dokumente, die Sie selber hochgeladen, aber noch niemandem zum Signieren geschickt haben. In Zum Signieren sind jene Dokumente, zu denen Sie zum Signieren eingeladen wurden. Oder Sie haben selber eine Einladung verschickt, die auch noch Ihre Signatur benötigt. In Ausstehend befinden sich Dokumente, die Sie zum Signieren verschickt haben, bei denen noch Signaturen fehlen. Unter Abgelehnt befinden sich alle Dokumente, bei denen mindestens eine Person die Signatur abgelehnt hat. In der Kategorie Erledigt ist alles abgelegt, was erfolgreich und vollständig signiert wurde. Schauen wir uns nun Ihre Einstellung an. Diese finden Sie unten links in Ihrem Profil. Als erstes können Sie die Sprache definieren. Sie haben die Wahl zwischen Deutsch, Englisch und Französisch. Ihre Auswahl gilt nur für Ihr Konto und Ihre Benachrichtigung. Eine Signatureinladung per E-Mail beispielsweise ist immer in der Sprache, die der Empfänger für sich definiert hat. Unter E-Mail-Benachrichtigung legen Sie fest, zu welchen Signaturaktivitäten Sie jeweils eine E-Mail erhalten möchten. Sie haben drei Möglichkeiten. Alle, wichtige oder keine. Wir von Scribble empfehlen den Mittelweg, also wichtige. Hiermit erhalten Sie zum Beispiel eine E-Mail, wenn alle Signierenden das Dokument signiert haben oder wenn Sie eine Einladung zum Signieren erhalten haben. Sie erhalten aber keine E-Mail, wenn Sie eine Einladung verschickt haben oder selbst signiert haben. Gehen wir weiter zu E-Signatur-Standards. Hier können Sie auswählen, welche Beweiskraft Sie meistens beim Signieren verwenden. Wählen Sie diese aus und sie wird so für alle Dokumente voreingestellt, die Sie signieren. Natürlich können Sie sich dann jeweils beim Signieren noch umentscheiden. Das Gleiche gilt für den Rechtsraum. Ob EU oder Schweizer Recht, wählen Sie aus, was Sie für den Großteil Ihrer Dokumente benötigen. Und es wird Ihnen beim Erstellen Ihrer Signatureinladung automatisch vorgeschlagen. Das war's für heute. In unseren nächsten Videos gehen wir genauer auf die visuelle Signatur ein und richten uns an Admins, um Scribble an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen zu können. Bis zum nächsten Mal.